Ja, Punkt 13 Uhr. Wir beginnen mit unserer Löwenrunde vor dem Heimspiel morgen gegen Hannover 96. Agi Yannikis, wie immer, begrüße ich neben mir, euch natürlich auch. Und die erste Frage stellt heute Ruben Stark. Herr Yannikis, sonniges Wetter, sonniges Gemüt? Ja, hallo zusammen erstmal. Natürlich tun Siege gut. Ja, und der Sieg in Bielefeld besonders beim Gegner, der besonders stark ist und war, der dieses Jahr ungeschlagen war und auch seit Februar kein Heimspiel verloren hat. Ja, speziell auch in unserer Situation, dahin zu fahren und zu gewinnen. Wissen natürlich, dass es auch ein Lucky Punch war am Schluss. Dass Tore Jakobsen jetzt nicht immer so ein Tor schießen wird, ist auch klar. Aber ich glaube, wir haben uns diesen Lucky Punch verdient, indem wir den taktischen Plan mit sehr viel Fleiß, mit sehr viel Intensität, Geschlossenheit ja, auch umgesetzt haben. Und je länger die Null hinten steht und du auswärts bei so einem guten Gegner dann auch die Null halten kannst, natürlich erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass man dann im Tor dann auch, was sich nicht unbedingt angebahnt hat, auch einen Sieg mitnehmen kannst. Und natürlich tut es gut und die drei Punkte ja, tun gut, klar. Anschlussfrage. Heißt das, die Wiesen bringt die Wende? Das war ja schon mal anders, habe ich mir sagen lassen, aber ich glaube, wir haben einen guten Start mal hingelegt und werden auch, glaube ich, einen besonderen Trikot spielen. Morgen, ja, das hoffen wir natürlich und haben die Chance morgen hier gegen Hannover. Eine Mannschaft, die sehr intensiv spielt, die ja, sehr hohes Pressing spielt und versucht, Chaos auf dem Platz zu erzeugen, die auch keine Leichtgewichte jetzt geschlagen hat oder kein Leichtgewicht mit Sandhausen. Und auch gegen Osnabrück gepunktet hat, da sind wir natürlich gewarnt, aber wollen hier zu Hause natürlich das fortsetzen und die nächsten drei Punkte einsammeln. Uli? Ja, einiges haben Sie schon vorweggenommen, was ich fragen wollte. Hannover ist ja Tabellenletzter, hat keinen Heimpunkt geholt, aber alle vier Punkte auswärts. Auf was für einen Gegner stellen Sie sich denn da ein und wie bespielt man so eine Mannschaft? Ja, es ist eine Mannschaft, die natürlich den Platz in der Liga verdient hat, die viele Talente hat und gute Intensität auf den Platz bringt, die sehr lauffreudig ist, sehr intensiv ist, dem Gegner keine Zeit lässt in ihrem Spiel. Und das heißt, dass wir uns darauf einstellen müssen, schnell einstellen müssen, ja, in dieser Woche, wo wenig Zeit ist, dass wir da die Räume finden, die für uns dann relevant sind, ja, und dann da auch gefährlich zu werden, das Spiel zu gewinnen. Gilt das Motto, never change a winning team? Ja, Stabilität tut der Mannschaft gut, das ist klar. Dennoch ist es eine Woche, in der ja auch Auswärtsfahrten sind und Spiele anstehen. Wir müssen gucken, wir haben jetzt erst einmal trainiert. Das war jetzt eine kurze Einheit. Gestern haben wir jetzt gleich ein Training und morgen früh nochmal. Ja, wir werden dann ein Update uns holen von Spielern, vom Zustand der Spieler. Haben natürlich auch Qualität von Spielern, die jetzt nicht unbedingt lang gespielt haben. Insofern ist beides möglich, dass eine kleine Rotation geben wird. Ja, das werden wir dann final entscheiden nach den beiden Eindrücken jetzt gleich im Training morgen. Nina? Also ich würde gerne nochmal zurückschauen auf die letzten zwei Spiele. Da war es ja so, dass man gegen Dresden im Defensivverhalten leider recht viel Fehler auch zugelassen hat. Bei Bielefeld war das ja jetzt anders. Da stand man ja eigentlich stets sehr sicher und war bei der Sache. Was hat sich da verändert und was haben Sie da jetzt daraus gelernt? Ja, auch gegen Dresden, glaube ich, haben wir jetzt nicht unmittelbar Chance auf Chance zugelassen. Ich glaube, erst einmal 1-3 kam Dresden zu ein, zwei Chancen. Da haben wir den Fokus nicht auf die Defensive gehabt und haben leichte Fehler gemacht. Und ist ganz klar, wenn du nach Bielefeld fährst, das ist eine lange Auswärtsfahrt, eine Mannschaft, die mit dem besten Kader der Liga hat, ungeschlagen ist und mit die ballstärkste Mannschaft der Liga auch ist, dass du dann eher den Fokus dann auf die Basics legst, auch dass du kompakt stehst, dass du Sicherheit gewinnst, das ist völlig normal. Sicherlich hat das Offensivspiel ein bisschen drunter gelitten. Ja, in Zukunft ist natürlich, tut es gut, wenn wir wenig Gegentore kassieren, wenn lang die Null steht. Je weniger Tore wir kassieren, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir Spiele gewinnen. Ja, und dennoch heißt es dann aber auch, offensiv mehr Momente zu generieren und auch da die Wahrscheinlichkeiten zu erhöhen. Ruben. Man darf ja wohl davon ausgehen, dass Hannover nicht gerade einen Sturmlauf hier plant. Das würde im Umkehrschluss heißen, dass ihr deutlich mehr Ballbesitz vielleicht als zuletzt auch habt. Wie sehen Sie das und erwarten Sie auch so ein bisschen ein Geduldsspiel, wo es darauf ankommt, dann eben auf die Momente zu warten, die sich ergeben? Sturmlauf weiß ich nicht, aber Hannover spielt, wie gesagt, sehr, sehr intensiv. Gibt dem Gegner keine Zeit zur Entfaltung und wenn sie die Bälle gewinnen, spielen sie sehr schnell nach vorne. Darauf gilt sich einzustellen. Ja, auch wenn die Tabellensituation ist, wie sie ist, wissen wir um die Aufgabe.
sind gewarnt. Wer Sandhausen schlagen kann, ja, der kann gefährlich werden gegen jede Mannschaft, unabhängig von der aktuellen Tabellensituation. Und wir sind überhaupt nicht in der Lage, irgendjemanden zu unterschätzen. Es wird ein, glaube ich, wie jedes Spiel in dritten Liga und auch was Hannover gezeigt hat bisher, dass sie jedes Spiel auch eng gestalten können. Ja, wir müssen uns darauf einstellen, ja, und wir müssen mit weiterhin viel Fleiß, viel Intensität und auch als Mannschaft wieder auftreten und da die Momente suchen, um Spiel zu gewinnen. Sven? Inwiefern glauben Sie, dass das 60-Meter-Tor vom Wochenende vielleicht auch so eine Art Brustlöser, Befreiungsschlag sein kann für die ganze Mannschaft, nachdem es nicht so gut lief und dann geht halt mal so ein Ding einfach rein? Ja, ich glaube, man muss differenzieren. Die ersten drei Spiele, die haben wir verloren, das ist immer natürlich, haben wir schon besprochen, aber die aus den weiteren drei Spielen, jetzt mit Ingolstadt, Dresden und Bielefeld, haben wir 6 Punkte geholt. Ja, und das ist der aktuelle Stand. Und ich glaube, ist normal, wenn sie neue Strukturen bilden, dass die Mannschaft Vertrauen in das gewinnt, was funktioniert hat. Ja, und in der Konstellation jetzt, wie gesagt, haben wir 6 Punkte geholt aus 3 Spielen gegen starke Gegner, gegen gute Gegner, die Ambitionen haben auf den Aufstieg. Ja, uns hat wenig gefehlt, dass wir gegen Dresden ungeschlagen bleiben. Und diesen Moment, ja, müssen wir beibehalten, mitnehmen. Natürlich wohl wissen, dass wir weitere Schritte machen müssen in viele Bereiche. Ja, aber da sind wir dran. Wie schaut es personell aus? Personell, Sean Dulic ist krank, ansonsten kam Otti wieder zurück ins Training und alle gestern im Training zumindest gesund. Jetzt haben wir gleich nochmal eine Behandlung, gucken wie der nächste Tag, natürlich in der englischen Woche muss man von Tag zu Tag schauen. Es kann sein, dass Sachen aufpoppen einen Tag später oder 2 Tage später, das werden wir dann sehen, aber Stand jetzt sind dann alle auch im Training, mit Ausnahme von Sean Dulic. Nina? Das ist jetzt ein bisschen abseits vom Spiel. Haben Sie es schon mal geschafft, auf die Wiesen zu gehen dieses Jahr? Oder waren Sie generell schon einmal auf der Wiesen? Ich war schon mal da, privat, vor Jahren, ja. Dieses Jahr noch nicht. Aber ich glaube, wir haben irgendwann auch einen offiziellen Termin und da werde ich mich auch dann blicken lassen. Planen Sie dann auch, die nächsten Siege zu feiern in einer Woche? Planen ist nichts. Wir werden alles dafür tun, dass wir Siege feiern können. Das ist klar, diese Verantwortung haben wir, das ist unsere Aufgabe. Ja, und das ist auch unsere Ambition. Ja, wir werden sehen. Hoffentlich. Heute ist die Löwen-App zum ersten Mal online gegangen. Haben Sie sich die auch runtergeladen und vielleicht schon am Glücksrad gedreht? Und wie viele Punkte dort erworben? Tatsächlich hatte ich die Zeit noch nicht. In der englischen Woche musst du Spiele analysieren, Gegner analysieren. Das ist sehr, sehr zeitintensiv. Da befasse ich mich natürlich lieber mit dem Gegner erstmal, dass wir hier weitere Punkte holen und auch den Heimsieg holen, den wir brauchen wollen, für unsere Fans auch wollen, für uns auch wollen. Aber die Zeit hatte ich noch nicht, werde ich aber natürlich nachholen, weil es eine ganz tolle Sache ist, glaube ich. Ruben? Dieses Bielefeld-Spiel gab ja auch so ein bisschen Aussage darüber, wie stabil das Konstrukt mittlerweile ist. Ist es noch, ja, ist es tatsächlich so, dass sich so langsam ein Fundament bildet aus Ihrer Sicht oder wackelt es schon noch an der einen oder anderen Stelle? Wie stabil ist das Gebilde? Ja, ich glaube, man muss mal differenzieren. Ich glaube, wer es schafft, in Bielefeld kein Gegentor zu bekommen und klar, das hat Rede voller 3-mal halten müssen, aber deswegen ist er da. Und deswegen haben wir auch 2 sehr gute Tore, dass wir auch mal eingreifen, wenn mal was durchkommt. Aber ich glaube, defensiv, taktisch sah es so sehr, sehr stabil aus. Wir haben es geschafft, den Gegner zu entschleunigen zu Hause, wenig Torchancen zu gewähren, ihm den Ball zu überlassen in Räumen, die für uns vorteilhaft waren und nicht für den Gegner. Das haben wir geschafft. Das sah sehr stabil aus. Jetzt müssen wir natürlich in diesen Drucksituationen dann den nächsten Schritt gehen und auch fußballerisch dann mehr Momente nach vorne suchen. Ist aber leichter gesagt als getan, mit dieser Hypothek in Bielefeld dann auch zu bestehen und fußballerisch zu bestehen gegen eine Mannschaft, die, wie gesagt, über ein Jahr mehr Abläufe hat in dieser Konstanz und keine neuen Strukturen aufbauen musste. Ja, und es ist klar, wenn du auf See bist und es ist stürmisch, dann kannst du nicht 3-Gang-Menü servieren und dinieren. Das heißt, da wirst du funktionell schneller essen müssen, damit es weitergeht. Und das hat die Mannschaft gut gemacht. Wie gesagt, die nächsten Schritte sind natürlich dann auch in dieser Stabilität dann Offensivmomente mehr zu generieren, ohne dass dieses stabile Konstrukt des Defensive dann auch wackelt.
Zu den Personalien kurz noch. Tim Dannhoff, ist der schon ein Thema für den Kader oder noch nicht? Tim Dannhoff hat jetzt drei Teameinheiten mit der Mannschaft gemacht, drei oder vier nach 6 Wochen. Ich glaube, wir tun gut daran, dass wir diese sensible Geschichte, die er hatte, die langwierig auch war, nicht überstrapazieren. Erst wenn er schmerzfrei ist und ein paar Sachen aufgeholt hat, dann ist das natürlich ein Spieler, der sehr willkommen ist, weil er eine ungemeine Qualität hat. Nina? In letzter Zeit gab es ja sehr viel Kritik an Ihrer Person und Ihrem Traineramt. Wie haben Sie das wahrgenommen? Konnten Sie da die Kritik nachvollziehen oder sehen Sie da jetzt gar kein Problem nach Bielefeld? Ich glaube, es ist ganz normal, wenn du die Ergebnisse hast, die wir zu Beginn haben, dass Kritik auch an die Arbeit des Trainers kommt. Das ist klar, der Verantwortung ist man sich bewusst, das ist ganz normal, aber für mich normal war, die Aussagen intern, die eine Gewichtung haben, dass wir in Ruhe weiterarbeiten, dass alle einen gleichen Strang ziehen. Ja, und das ist für mich viel, viel wichtiger. Und mit anderen Szenarien befasse ich mich generell nicht. Da investiere ich lieber die Kraft und die Energie und die Zeit in das, was ich beeinflussen kann. Machen wir weiter. Wie nehmen Sie die Stimmung gerade insgesamt im Team wahr? Sie haben es gesagt, Anfang der Saison vermutlich eher ein bisschen schwieriger, jetzt nach den vergangenen 3 Spielen, insgesamt 6 Punkte. Sie haben es gesagt, vor allem auch gegen Dresden hat die Mannschaft ja auch gekämpft. Und jetzt vor dieser englischen Woche, wie nehmen Sie insgesamt so das Gefühl von dem Team und den einzelnen Spielern? Ja, die Stimmung war generell immer gut in der Mannschaft, immer fokussiert auf das, was wir verbessern müssen, optimieren müssen. Auch für die Ergebnisse war die Stimmung dementsprechend ordentlich zu Beginn. Ja, natürlich ist die Mannschaft gelöster jetzt und es gibt Sicherheit, Selbstvertrauen wächst natürlich mit den Ergebnissen. Ja, und ich freue mich für die Mannschaft, dass sie sieht, ja, dass die Prozesse, die eingeleitet worden sind und wie wir spielen und was auch noch mehr und top kommen muss, damit Ergebnisse kommen und dass jetzt ein Fundament da ist in der Spielweise, die Erfolgserlebnisse generieren kann und Siege bringen kann. Und dennoch schreibt, wie gesagt, jedes Spiel eine andere Geschichte und müssen jetzt schnell uns auf die nächste Aufgabe fokussieren, nämlich Hannover 96 zu schlagen hier zu Hause. Gut, dann komme ich noch mit der abschließenden Taktikfrage von unserer Taktiktafel Bernd. Hannover spielt systematisch etwas anders als Bielefeld, aber von der Grundausrichtung her ähnlich, wenn auch mit deutlich weniger Wucht. Die Hannoveraner sind als Mannschaft mit der zweithöchsten Pressing-Intensität und den viertmeisten Schüssen in der Liga auch offensiv durchaus präsent. Der variable Aufbau und eine hohe Schussfrequenz ist ebenfalls etwas, womit es die Löwen schon am Samstag zu tun hatten. Können wir also erwarten, dass die Muster, die am Samstag sporadisch ja gut funktioniert haben, gegen Hannover dann ebenfalls greifen werden? Oder gehen Sie das Spiel taktisch komplett anders an? Gut, einen Matchplan wie immer werden wir nicht verraten, das ist klar. Aber da ist vieles dabei. Ja, Hannover ist, wie gesagt, von PBDA-Wert und Pressing-Wert die zweitintensivste Mannschaft der Liga. Ja, auch den Torabschlüssen sehr weit vorne. Das heißt, das sind alles Werte, die bestätigen, dass wir hier hochkonzentriert in dieses Spiel reingehen müssen. Dennoch sind es unterschiedliche Spielweisen. Bielefeld definiert sich eher aus Ballzirkulation, Ballbesitz. Hannover ist viel zielstrebiger, viel geradliniger in dem, was sie spielen. Im Pressing ähnlich intensiv. Das heißt, es wird ein Spiel, wo wir, wie gesagt, sehr fleißig sein müssen in dem, was wir tun, aber auch kühlen Kopf bewahren müssen und clever sein müssen. Ja, und das werden wir morgen versuchen, auf den Platz zu bringen und das Spiel zu gewinnen, klar. Ich sehe keine Fragen mehr. Dann von mir noch die abschließende Info, dass es noch einige Restkarten im Sitzplatzbereich für morgen gibt. Stehplätze komplett ausverkauft. In Haupttribüne und Stehhalle gibt es noch vereinzelte Karten. Dann hoffe ich, dass wir uns morgen alle im Grünwalder Stadion sehen. Schönen Nachmittag, schönes Training heute Nachmittag und dann bis morgen. Danke.